Hallo und herzlich willkommen zurück bei Spezialsoße Kartoffelfeld. So, wir erkunden heute, ich finde die Aussicht immer noch so geil, ne? Das sieht so cool aus, das ist eine coole Einstellung. Ja, wir erkunden heute das Versteck der Mantis. Und Mantis war doch laut Ladebildschirm eigentlich ein Kopfgeldjäger. Ich weiß jetzt nicht, was der Schiffsname war oder was auch immer. Hier wurden auch gerade Spacer weggeballert ohne Ende. Wir sollten da so ein bisschen aufpassen. Ui. So, hallo. Nach Waffen oder Munition. Das mache ich doch gerade schon. So. Cool, dankeschön, dankeschön. Hier liegt auch noch ein Kollege. So. Das hier ist das Versteck der Mantis. Aber ich meine, wenn das so geheim ist, wie haben das denn alle gefunden? Ich meine, auch die Spacer haben es gefunden. Und waren das nur die beiden? Vordemore? Oh. Unbekannt, da würde ich gerne hingehen. Aber erstmal haben wir was zu tun. Erstmal haben wir was zu tun. Schießen hier keiner auf uns? Und warte mal, da ist doch noch einer weggeflogen, ne? Das ist sehr, sehr dramatisch. Da ist er. Warte, warte. So, den können wir uns auch mal holen. Auch ein schöner Planet hier aber, ne? Ich könnte mir hier eine Base auch vorstellen. Der Sonnenuntergang hier ist fantastisch. Oder Aufgang, oder ich weiß nicht genau. Hallo? Okay. Oh, da ist ein Level 30er da hinten. Der 30er lebt noch. Ich aber nicht mehr. Wir brauchen noch einen geileren Jetpack. Wir brauchen noch mehr Boost, damit wir rumfliegen können bei Kämpfen. Ich glaube, das wäre schon ziemlich cool. Ja, 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 ja. Dankeschön. Und zurück. Ja, geil. Flupp. So, okay. Einmal speichern. Und dann versteckt der Mantis. Aber wahrscheinlich auch durchsetzt von Spacern, oder? Super geheimes Versteck. Aha. Was sind so Geräusche? Okay, was ist, hallo? Hä? Aber das ist doch, das kann ich doch nehmen, oder? Hazani Lux, Familienbrettspiel. Eine Geschichte von zwei Städten aus zwei Städten. Ja, hä? Spinnt. Aber... Das sieht halt aus wie ein Anzug oder so, aber naja, dann ist es eben kein. Sieht halt nur so aus. Ein Seifenspender. Der gute Seifenspender. Kettenbrechen. Cool. Und Räucherlachsfilet. Warte.
Irgendwas ist noch hier, glaube ich. Mein Paps hat mir erzählt, dass die Mantis the Beast und Jay Gato erledigt hat. Krasse Scheiße. Das ist es ja. Die Mantis ist tot. Und wer weiß, was wir da drin finden. Ganz miese Idee. Ich bin überladen. Ich bin überladen. Okay. Ich gehe ganz kurz zurück zum Schiff. Wir gehen gleich rein. Die Mantis weiter erforschen. Ja, das will ich. Aber wir müssen ganz kurz eben unseren Shit loswerden. Ich habe mich schon gewundert. Ich dachte, ich habe zwischendurch clever verkauft. Aber offenbar nicht genug. Eine Sekunde. Oh, geil hier. Tag-Nacht-Wechsel scheint auch etwas langsamer zu sein. Da hat man mehr davon, aber die Nächte sind auch länger, was doof ist. So, okay, ich steig mal kurz ein. Dein Signal, fliegen wir los. Nee. Frachtraum. Im Frachtraum haben wir Platz, ne? Was? Scheiße. Der Frachtraum ist voll. Sarah. Sieht alles gut aus, Captain. Ich war lange nicht mehr auf dem Mars. Echt? Hast du mir ein paar Sachen da? Ja, alles, was du nehmen kannst. Ich sehe, du hast ein bisschen des Speers Equinox. Ach, damit ballert sie die ganze Zeit rum. Okay, damit macht es aber unfassbar viel Damage. So, okay, das ist Sarah, das ist unser Inventar. Ich guck mal, wir geben ihr mal das hier und das hier. Warte. Den hier. Weißt du was, den können wir auch nicht geben. Erstmal alles. So, das sieht bei uns schon ein bisschen besser aus. Und jetzt hier die... Wieso sortiert er immer um, wenn ich was gebe? Mann! Lawgiver, alles lagern. Die Rettungsaxt auch, Entermesser. Okay. Ich gebe ihr das auch, ne? Ich droppe das nicht. Ich habe das Gefühl, ich droppe es, aber ich droppe es nicht. Ein Stacheln Rettungsaxt, die hau ich jetzt mal weg. Ah, Sarah kann nicht mehr tragen. 386, naja, mal gucken, wie weit wir kommen, ne? Wir müssen mal wieder eine Verkaufsrunde machen. Wir müssen mal wieder eine Verkaufsrunde machen, es hilft nichts. So. Versteck der Mantis, dann geht's jetzt los. Ich dachte, es wäre nur ein Kopfgeldjäger, aber vielleicht war es ja ein Kopfgeldjäger-Syndikat oder so. Tablet, Pipapo, Kapital. Okay. Ich schaue mich mal ein bisschen so um, damit ich weiß, ob ich was übersehen habe, ne? Was ich übersehen habe... Oh, Junge. Oh nein, nicht schon wieder. Schnell einsammeln. Der ist aber gerade ein bisschen erwischt, der Kollege. Der ist auch so richtig angelaufen, wie so ein Hund kam der an. So richtig, richtig wild und aggressiv.
Automatische Nachricht. Sehr gut, Leon. Du hast es fast geschafft. Hä? Ich weiß, dass du es schwer hattest. Dementis zu sein, ist eine schwere Last. Aber du kannst so viel Gutes tun. Den Spacern und Piraten das Fürchten lehren. Ihnen klar machen, dass manche Grenzen nicht überschritten werden dürfen. Ah. Du hast das Zeug dazu, Leon. Ich weiß es. Konzentriere dich weiter. Es ist nicht mehr weit. Dementis ist kein Syndikat. Dementis ist eine Art Batman. Ich verstehe. Leon war Dementis. Hört sich an wie dement, aber... Ne? Warte mal, habe ich beide? Doch, ich habe beide durchsucht. Erledigt, ich habe keine HP, keine XP gekriegt. Achtung! Was denn? Hä? Hä? Was happunt? Was Nützliches gefunden? Wie ist das denn? Okay. Wow. Sie fängt spontan an zu brennen. Ich hasse es, wenn das passiert. Du hast keine Ahnung, womit du es zu. Ist nicht ganz Batmans Origin Story. So, Expert-Savadabahadabada. Gucken wir mal. So, mal schauen. Ich hoffe, das war kein Griff ins Klo gerade, was ich gemacht habe. Nee, das funktioniert nicht. Wir bräuchten da 3, da 2. Geht der hier und dann noch ein einer? Probieren wir es mal. Okay, hier. Nehmen wir die hier und den. Und dann sind wir durch. Paramour. Okay. Cool. Cool, 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 cool. So, nochmal Paramour. Nochmal, okay. So. Ich glaube, wir haben gerade ein Tonband geklaut, deswegen ging es einfach plötzlich los. Ich habe einfach natürlich alles direkt mitgenommen, ohne zu gucken erstmal. Alles wie immer. Eieiei. Hier auch ein Spacer. Komisch, dass wir, wenn die looten, dass sie ihre Anzüge anbehalten. Bei Skyrim war es ja so, wenn wir die Sachen, wenn wir die Leute looten und wir nehmen die Rüstung mit, dann haben die nicht mehr an. Ne? Also wir haben die wirklich entfernt, aber hier behalten die Sachen an. Das finde ich irgendwie komisch. Finde ich ein bisschen eine Rückentwicklung. Oh. Da saß vielleicht jemand sehr ungünstig, was soll ich da sagen? Oh. Jo, stimmt. Sofa. Gut, Hauptsache es war bequem, ne?
Den mochte ich sowieso nicht. Ich sehe den gar nicht da unten. Okay, warte, warte, bevor wir da runtergehen. Oh Junge, ich werde gleich wieder sowas von überladen sein. Oh. Das sieht alles so aus, als wären das beabsichtigt geplante Explosive hier überall. Mache ich. Grundlagen der Schiffsreparatur. Haben wir schon, aber kann man immer brauchen. Wenn man es mal wieder vergisst. Spacer sind sein schlimmster Albtraum. Aha. Das ist ja, uiuiuiui. Also. Ich dachte, da wäre noch ein Gegner. Mutter ist die Mantis? Unmöglich. Die Mantis ist doch ein Märchen. Erfunden, um die Piraten unter Kontrolle zu halten. Naja, möglich ist es. Sie hat nie erzählt, wie sie an ihr ganzes Geld gekommen ist. Und sie hatte immer alles im Griff. Das ist ziemlich heftig. Mutter ist die Mantis. Die Mutter ist die Mantis. Okay, ganz kurz eben Dieb. Die Sicherheit war das irgendwo, ne? Analyse, Medizin. Wo war das denn hier? Sicherheit. Könnten wir jetzt noch einen hochbringen? Schlösser des Levels Meister zu hacken. Ich meine, wir brauchen ja eh noch ein bisschen was, wenn wir hier auf die bessere Raumschifftechnik kommen wollen. Ach, hier können wir schon entsperren. Kann ich... Oh, ich kann hier schon. Okay, okay, okay. Energiewaffensysteme, Antriebssysteme. 10% mehr Schaden und die Kosten im Zielmodus um 15% verringert. Eigentlich sehr nice. Die Frachtkapazität wird um 10% erhöht. Aber die Schildkapazität um 20%. Tja, was soll ich euch sagen? Ich bin schwach. Ich mache Sicherheit. Rang 3 verfügbar. Knacke 30 Schlösser, okay. Und ich wollte eigentlich hier Ballistik. Ich spare auf Ballistik. 20 Gegner noch, das kann nicht mehr so lange dauern. Okay, Mutter ist die Mantis. Die Mutti ist die Mantis. Na sowas aber auch. Ich habe Schiffe gesehen, die von Spacern komplett ausgeschlachtet wurden. Aha. Und was meinst du, was sie gerade machen hier? Ich frag nur mal. Das geht auch, wenn man kein Spacer ist. Okay. Zwischenspeichern. Ich sehe da drüben ein paar Taschenlamps.
Wie auf Nummer wiedersehen. Haut er ab? Kommt nur her. Wäre er mal. Jetzt siehst du nichts mehr. Heute ist der falsche Tag, um mich zu nerven. Ich kann nicht sehen. Ich dachte, ich habe nachgeladen gerade. Brandanzug, Kopfgeldjäger. So, wir gucken gleich mal, ne? Entsperren Experten. Ja, wunderbar. Natürlich. Okay, gut. Wir haben eine Dreier-Situation. Diese Dreier-Situation, wie wollen wir sie lösen? Wahrscheinlich so. Und dann den hier rein. So, ach du Heilige. Ja, da kann ich jetzt aber auch nur raten. Das wird nichts. Diese drei so rum oder so rum? Ich weiß es halt auch nicht. Wenn ich die drei so rum mache, dann bräuchte ich noch drei. Und ein bisschen Abstand. Oder haben wir noch einen Einer? Wir hätten noch einen Einer, aber keine Zweier. Nee, dann bräuchte ich einen Dreier. Aber den haben wir auch nicht. Ja, das hier ist halt, das ist halt richtig schäbig. Das ist es nicht. Das könnte funktionieren. Dann brauche ich zwei auf jeder Seite. Hab gut Glück gemacht. Ah, zum Glück. Puh. Das war gerade nur auf gut Glück. Ja, das wird nichts. Okay. So, rein da und rein da. Sind wir wieder überladen? Ich glaube, wir sind überladen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich meine, mich würde es auch nicht wundern. Räucherlachsfilet, der ist es. Das ist der Grund. Deswegen sind wir überladen, aber ich kann Räucherlachsfilet aber nicht liegen lassen. Von allen Sachen, die ich hier finde, der Räucherlachs ist es einfach. Wieso haben die den Typen da hinten nicht umgebracht? Entsperren-Experte. Ach du Scheiße. Boah, ich... Kann sein, dass ich mir eventuell... Na, ja, mal gucken. Drei. Wir bräuchten noch eine Dreier-Situation. Oder ein Zweier und ein Einer. Das hier ist ein Vierer. Der wird nicht funktionieren. Nee, das funktioniert auch nicht. Das könnte klappen. Nee. Nee. Das könnte klappen. Aber dann haben wir zwei Zweier. Und die kann ich hier, glaube ich... Oh, warte mal, die kann ich hier vielleicht... Die kann ich hier vielleicht abbilden. Okay. So. Dann haben wir hier... Das, die sind zu nah beieinander, oder? Ah, okay. Shit. Aber wir hätten noch einen Einer. Das würde gehen. Dann bräuchten wir drin aber drei. Ne, es sind vier. Könnte klappen. Ja, ich muss auf Risiko gehen. Es geht nicht anders, oder? Ne, das hier ist es nicht. Shit. Ah, das wäre natürlich zu schön gewesen und die sind zu nah beieinander. Also müssen wir den hier nehmen und den hier. Und dann hoffen wir, dass wir hier irgendwie durchkommen.
Tasse. Haben wir. So, okay. Also, wenn es zu viele Schlösser werden und die zu lange dauern, werde ich vielleicht irgendwann etwas holen, also eine Mod installieren vielleicht dafür. Ich weiß noch nicht genau, weil das doch... Ich meine, noch nimmt es nicht überhand. Wir gucken mal, ja? Ich will den Teufel nicht an die Wand malen. Ich habe nur ein bisschen Angst, dass wir irgendwann zu lange an diesen Schlössern rumhängen. Spacer Geier. Ist das der Nachfolger von Mantis? Ja, wir sind ein bisschen überladen. Und das hier soll die Mantis-Zentrale sein? Bin ganz ehrlich, ich bin jetzt nicht begeistert. Hätte er eine Batman-Höhle erwartet. Aber hey. So, ich speichere mal eben. Hier oben waren wir noch nicht. Da können wir gleich ein schönes Gespräch führen. So, hier waren wir schon. Okay. Gut. Dann ein schönes Gespräch. Moment. Bin leider etwas überladen. Livy. Warte mal, wer ist denn Livy? Halt, ich bin unbewaffnet. Nicht schießen. Können wir uns nicht irgendwie einigen? Ich könnte dir helfen. Erlebt man nicht alle Tage, dass Spacer sich ergeben? Ich bin halt intelligent. Du hast so viele getötet. Ich habe keine Chance gegen dich. Einigen wir uns? Hier war alles voller Fallen. Überall Fallen. Ich habe sie entschärft. Aber... dieser Korridor ist einfach zu gefährlich. Sieht harmlos aus. Aber ein Schritt rein und zack, sitzt du in der Falle. Und wenn die Tür wieder aufgeht, sind alle tot. Kann ich dem trauen? Wie hast du dich denn um die Fallen gekümmert? Nein, wenn ich dir das sage, verliere ich mein Druckmittel. Aha. Die sind genial. Hat eine Menge Leben gekostet, sie zu finden. Aha. Ja, du musst dich schon nützlich machen, wenn ich dich verschonen soll. Niemand wusste, wie man hier durchkommen soll. Aber ich habe die Lösung. Im Boden sind Buchstaben. Ist ein Muster. Da muss irgendwas stehen. Aber es gibt so viele Wörter oder kurze Sätze. Aha. Und wie viele Wörter hast du ausprobiert? 5? 6? War schwer, Freiwillige zu finden. Ich dachte, Bin Mantis ist endlich richtig. Ah, armer Fred. Du bist schlauer, als du aussiehst. Warum sagen das immer alle? Ich hab dir geholfen. Darf ich jetzt gehen? Oder ich könnte dir weiterhelfen. Ich kenn die Fallen. Ich weiß, wie die Mantis tickt. Bitte, lass mich mithelfen. Und gib mir einen Anteil des Schatzes. Du kannst mir vertrauen. Ich halte mich für ziemlich verständnisvoll und sehe gern das Beste in jedem Menschen. Aber in diesem Fall bin ich mir nicht so sicher. Fühle ich, ja. Ja, okay. Wenn du mich hintergehst, stirbst du. Ja. Ein waschechter Spacer. Du wirst es nicht bereuen. Ich bleibe hier. Und, tja, viel Glück. Aha, aha. Wie, ich bleibe hier. Ich dachte, kommt mit. Computer, ein Sperrenmeister, okay. Dann gucken wir doch mal. Das könnte es sein. Das könnte es nicht sein. Warte, welches hatten wir? Das hier hatten wir. Oder das hier. Dann brauche ich auch noch so eins, ne? Oder wir nehmen das hier. Und nehmen dieses hier. Nee, geht nicht. Haben wir noch ein bisschen enger? Oh, Gottes Willen. So. Und so. Ich hoffe, das war kein Fehler.
Könnte einer werden. Das ist nichts. Das würde gehen und ein Einer. Dreier haben wir in der Konstellation nicht, ne? Nee. Also müssen wir den und ein Einer nehmen. Bleibt nichts anderes übrig. Okay. Dann haben wir den hier. Zwei Stifte. Nee. Das hier und dann bräuchten wir noch zwei da drüben. Das sind diese hier und dann noch diese hier. Okay, ich hoffe, wir haben keinen Scheiß gebaut. Oh, das hier unten einer. Okay. Ich ziehe einen direkteren Ansatz vor. Ja, habe ich mir gedacht. Freund-Feind-Erkennung aktualisieren. Einstellen. Aktuellen Nutzer schützen. Sehr gut. Dann haben wir das. But. Okay. Hier fängt's an mit G oder was? Ich habe gespeichert. Ist das hier der Anfangsbuchstabe G? Ich speichere und dann lade ich nochmal. G ist der Anfangsbuchstabe, okay. G ist der Anfangsbuchstabe. Warte. G ist der Anfangsbuchstabe. Ich bin hier. Mir ist heiß. Aha. Ich bin müde. Danke, Mutter. Tolles Geschenk. G. Der blöde Code funktionierte. Und es gab einen biometrischen Scan. Biometrischen Scan. Überraschung. Ich bin's. Dann hörte ich Mutter. Hatte fast einen Herzinfarkt. Mhm. Sie meinte ihr Versteck. Ja, Versteck. Die spinnt doch. Wäre nur für Würdige. Mhm. Also muss ich jetzt ein paar Tests machen. Ich will das nur hinter mich bringen. Hm. Aber nichts mit G. Oh, ich sehe gerade. Heute wird das eh nichts mehr. Ist doch ein G, oder? Wird wohl ein G sein. Also sieht aus wie ein G, fühlt sich an wie ein G, ist wohl wahrscheinlich Gronkh. Das Codewort ist Gronkh. G-R-O-N-K-H. Ne, kann es nicht sein. Oder oben sind die Geschütze. Gut, dass wir die eingestellt haben. Gut, dass das ging. Was heißt das X da drüben? Ich meine, wir könnten über alles rüberspringen, aber wahrscheinlich funktioniert das nicht, ne? Die haben wahrscheinlich Sensoren oder irgendwas. Wir gucken mal. Aber das machen wir natürlich erst in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Und dann erfahren wir bestimmt das Geheimnis der Mentes. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen und ciao mit V, euer Benny Goodman. Tschüss.